Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Tech World 2 mit dem Sandro. Hallo. Ich habe mich entschlossen, wir ziehen erstmal keins drüber. Kein ME-Kabel rüber. Wir bauen erstmal so da drüben. Dazu braucht man die Dia-Chest, die ich ja vorhin versucht habe zu craften. Wo er mir sagte, nö, du Arschloch. Hatte ich nicht schon mal eine Chest drin? Ich glaube, die normale hatte ich schon drin, ne? Na, Iron habe ich auch schon drin. Okay. Dann brauchen wir nur noch die Gold Chest. Und die Dia Chest. Jetzt können wir Diamanten Chests bestellen, was auch immer uns das bringt. Oh, Leute, das Menschen siegt. Richtig. Nee. Ach, schau. Ja. Da haben wir auch schon ein paar. Ab wieder da rein. Jetzt sollte ich aber dafür wenigstens noch die Diamant-Chest mitnehmen. Eine, nicht elf. Glas? Ach, warum muss ich erstmal Glas holen, okay? Das ist meine Chest. So, Dinge haben wir einen Haufen, aber die werden nicht reichen, denke ich mal. Item Ducts, da haben wir kaum noch welche. Aha. Dann nehme ich mal die da. Quetsch da mal ein bisschen vom Glowstone rein. Und schon haben wir auch die schnellen. Können wir nachher wiederkommen und so den Rest holen. Lass mich da rein! Ich bin zu fett zum teilweise für die Türen, habe ich so das Gefühl. So, hoffentlich connecten müssten sie aber, glaube ich. Und wenn? Oh. So. Und Ausgang. So. So, und das sollte alles dann in die... Wohin tun wir das denn führen? Wohin tut denn das denn tun? Keine Ahnung. Ich sag... Daher kommt die Chest. Aus unerklärlichen Gründen kommt die dahin, aber das ist ja egal. Ah, ne, die kommen da ins Weg. Eins weiter vor, weil die sind jetzt... Die kommen daher. Dann will ich einen Platz haben, dann... ja, geht doch. Ich verbaue mich hier, das ist der Wahnsinn. Zack. Ist schon richtig, oder? Ja. Es reicht doch, wenn ich ihn setze, gell? Hopp. So, dann geht das bis da hoch. So. Oh, da war noch Holz drin. Das ist... Ah! Hä? Wo kommt die Möhre her? Ich werde von Möhren verfolgt, Sandro. Der volle Möhre. So. Hopp, 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 hopp. Da, jetzt sind sie schon alle. Hm.
mal wieder einen anderen Weg. Jo. Da drin sind sie. Hab sie. Haben wir davon noch ein paar? Haben wir jetzt alle verbraucht, oder? Das ist das Durchsichtige, das wollen wir nicht. Da haben wir jetzt die 8 Stück. Da können wir schnell das rausholen. Und noch ein paar Zellen rausholen da. 96 Stück haben wir wieder. Jetzt mache ich das doch bloß Stack für Stack oder was? Rest da rein. So. Die 18 auch fertig und wieder zurück. Manchmal habe ich überhaupt keinen Sound, wenn ich zum Beispiel die Elevator benutze oder so. Das ist einfach manchmal gar nicht da. Ja, kenne ich. Voll strange. So. Jetzt habe ich natürlich viel zu viele dabei. Ja klar. Verdammt. Was ist los? Kaputt? Ich würde keine Bücherregale mehr. Schade. Dachte kaputt. Der ist weg. Und der ist weg. So, theoretisch brauchen wir wie viele Ausgänge? Eigentlich einen zum Brenner da drüben. Da raube ich aber jetzt nicht die ganze Wand auf. Was ist denn jetzt da hinten? So. Runter, runter. Das da. Zurzeit verwendest du das Rubberwood, gell? Habe, ja. Ist ja fertig. Das. Jetzt müssen wir nur noch dann gucken. Nee, whitelisted. Müssen wir nur noch gucken, was, welches Holz wir dann verwenden dafür. So. Das kommt jetzt alles da rein. Jetzt muss ich da noch umstellen. Auf ansaugend und hier noch ansaugend. Halt. So. Na, eigentlich müsste das reichen, dass der das da hinzieht. So. Dann dürfte alles da reinkommen. Da kommt jetzt alles, soll alles lang, was gebrannt werden soll. Und da kommt dann sozusagen der Rest rein. Dahin soll's der. So. Und irgendwas müssen wir noch mit den. Ach, toll. Jetzt habe ich natürlich was vergessen. Oh, Saplings. Zweimal. Einmal Oakwood, einmal Dings und. Dann kommt hier. Eiskalt. Bis ganz hinter. Zum Planter, da ist er. Bam, bam. Dort, und jetzt haben wir schon wieder nicht mehr genug. War ja klar, dass das zu wenig sind. Muss ich auch noch welche basteln. Hallo? Ah, jetzt. Sandro, wir brauchen mehr Pipes. Oder Item Ducts, wie man es auch immer nehmen will. Warum hast du keine gemacht? Wieso hast du keine gemacht? Weil ich viel zu faul und bequem dazu bin. Was ist das? Hallo? Synchronisier dich? Los, 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 los.
Asynchronization, ja. Item Duct. Nicht das, das ist das Böse. Das ist das Durchsichtige. Was ist denn jetzt? Da geht's nicht weg. Jetzt zeigt's mir das an. Aber dann mach mal die Synchronisation Standard. Item Duct. Auto Search. Das da? Jetzt macht das zumindest. Und zwar das da, wollen wir. Und einer mit. Brauchen wir noch ein paar. Jetzt gucken wir nochmal zum Sandro. Gehen wir spoilern. Spoiler Power! Ah, hier ist schon zu. Hey, ich hab Holz eingesammelt. Ja, aber ich hab jetzt abgebaut und liegen gelassen, weil ich volles Inventar hab. Eieiei. Ich seh dich. Da kommen wir halt immer rein. Da hab ich das Angst vor. Das, was jetzt da vorne war, oder ist, man 256 Bücherregale. Und das ist. Na nix. Die Hälfte kann man sagen, bald. Das ist ja noch nix. Da brauchst du noch ein bisschen was, hä? Ja, ich habe jetzt nochmal 360 bestellt. Soll halt eine richtige Biber werden, gell? Ja, wenn schon, denn schon. Und gucke, da vorne, so wie ich so gedacht habe, hier rein ist Enchantment Table. Einmal freier Platz dafür. Ja. Ja, und auf der anderen Seite auch noch einmal. Noch einer? Ja. So viel Enchantment Table. Dafür, ja, dafür gibt's doch Maschinen, die das machen. Ohne Mist, es gibt einen Auto-Enchanter. Das ist mir scheißegal, das ist jetzt. ich mach meinen. Lass mich Ruhe! Lass mich Ruhe! Ich reiß gleich hier wieder alles ab, ich hab noch einen Haufen Dynamit in dem E-System. Oh, wo ist das? Also, Dings. TNT. Da ist noch 27 und eine TNT-Lore und ein TNT-Card. Ja. Ja, also überleg dir, was du sagst. Es gibt sogar... Ich weiß, jetzt ist ich nicht mehr auffindbar. Was es hier auch gibt, das finde ich auch ganz lustig, es gibt so Karts, die lässt du halt auf Schienen fahren und die können dir dein Weizen anbauen und abbauen. Das fährt automatisch dann im Kreis, du baust sozusagen einen Schienenkreis, lässt du den immer wieder langfahren und rundherum sät er automatisch das an und erntet es wieder, wenn es fertig ist. Fährt die ganze Zeit im Kreis. das ist voll geil. Das müssen wir immer noch bauen, ey. Das müssen wir irgendwo hinbauen, ja. Auch wenn wir es nicht brauchen, aber wir müssen es bauen. Das ist cool. Das ist einfach nur cool. Habe ich halt letztens erst gesehen. Das ist auch geil. Einfach um es zu haben. Ja. So, jetzt gehen wir wieder rüber. Also fast zwei Stacks müssen erstmal reichen. Da war ein Loch. Ich habe nur noch 30 Hühnchen. Ich brauche nicht mehr fressen. Naja, du frisst das so wie Mähdrescher. Ja, beziehungsweise mein Anzug stoppt mir das einfach ins Gesicht. Nein, ich will nicht mehr. Friss! Friss! Ich bin satt! Nein, friss! Ich sehe, dass du Hunger hast. Ey, Alter, ohne Scheiß, wie schnell der die Buchse-Elfs durchhaut, das ist abartig. Ja, der baut noch relativ langsam. Nee, der da baut übelst sich Gras, aber deine Overclocker-Upgrade, da fehlt ne irgendwas dazu. Naja, da fehlen die Cooling Cells, also die Wasserzellen. Ich weiß, die mache ich immer so nebenbei. So, dann noch, halt, doch, das war richtig, genau. Das waren jetzt, da kommt das Rubber rein und da das... andere Dings da hinten. Und jetzt? Genau, unten wollte ich dann noch weg. So. Da unten kommt jetzt auch noch was hin. Bis wohin? Bis daher.
Copper. So. Bam, 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 bam. Bam, bam. Ah, da ist er noch. Lass mal so bauen. Ach, ich hatte noch ein Stack, gut. Ja, schmeiß weg. Tut sich fest, ich weiß. So. Haben wir den Oakwood und... machen wir es auf die Art und Weise. Und der noch weg. So, jetzt müssen wir nur alles einstellen. Dazu brauche ich jetzt Oakwood, Rubberwood, und dieses Kirschholz. Ah, ne, nach oben geht's. Ne, nach unten. Da kann ich lange drücken. Dann brauche ich eigentlich von jedem ein Sapling. Ja, so. Zeit, dass der große Server dahin kommt. Da. Oakwood. Habe ich. Plus ein Sapling. Plus. Nichts weiter. Allgemein Wood. Oakwood. Cherrywood und Rubberwood. Sapling. Brauchen wir noch ein Rubberwood Sapling. Dann ein White Cherry. Ach, ich mache jetzt nur die White Cherry, ja? Die Pink brauchen wir ja nicht unbedingt. Das Holz ist eh das gleiche. Wirklich. Das Holz ist ja eh das gleiche, also von daher. Ja, deswegen, ja. Dementsprechend haben wir da alle Siblings und das die da und die da und die da. Mal sehen, ob das so funktioniert. Verbrennt tun wir das Oakholz. Das hatten wir vorher auch. In der Verbrennung. Da kommt jetzt ein so ein Ding rein. Und zwar rauspumpen. Whitelist. Cherry. Wood Saplings. Und mal so auspumpen. Dann da wird rausgepumpt. Kriegt das Ding. Und ist gewhitelistet. Hinten, das geht bis hinter, ist das Rubberwood. Genau. Und unten auspumpen. Whitelisted Oakwood Saplings. Zum Brenner geht's nach oben. Da kommt das Oakwood rein. So. Und hier kommt geblacklisted. Kein Rubber, kein Oak, keiner von denen und kein Oakwood. Gedenke ich jetzt so. Ob das jetzt so funktioniert, aber theoretisch läuft das auch wieder über, aber das muss man erstmal schauen. Wo habe ich denn jetzt? Habe ich die ganzen Stromkabel abgelegt? Wow, ich habe noch ganze zwei Stromkabel. Ohne Strom funktioniert das System ja nicht. Habe ich so gehört. Oder Sandro, was ist deine Meinung dazu? Braucht schon Strom. Wir haben einen Hamstoten baut. Okay. Wusste ich gar nicht. Wo ist denn der?
Hängt unter der Baumform. Nee, wie gesagt, sorry, ich bin gerade ein bisschen konzentriert. Wenn ich immer was baue, dann. Was? Kannst du dich nicht einfach konzentrieren? Das ist verboten. Konzentrationsverbot. Ich mach gerne verbotene Sachen. Nein. Geht ja gar nicht. Wohl. Toll. Wo sind eigentlich die Stromleitungen davon? So. So, der hat Strom. Muss ich nur noch den Strom darüber kriegen. Machen wir so. Sie reichen noch, sie reichen noch. Jawohl, reicht. Zack. Das passt. Jetzt habe ich ja so viel Platz gemacht, dann brauchte ich den gar nicht. Ich dachte, das wird komplizierter. Aber ob das jetzt, funktioniert, das ist noch eine ganz andere Geschichte. Hallo? Ach halt, nee, daher geht's nach oben. Ich versuche immer die Falschen, so. Ruggel. Ich bin einfach nur gespannt, ob das funktioniert. Aber irgendwas habe ich hier gesehen. War das der? Der hat nämlich vollkommen die falschen Saplings drin. Ich habe keinen Platz mehr für die Saplings. Tschüss, Saplings. Aber das wird wieder überlaufen. Ich muss mir noch irgendwas für die Saplings überlegen. Der gehört da. Da? Wieso pumpt denn der Oak Saplings dahinter? Da ist auch das ganze Cherrywood drin. Also irgendwas hat da mit den IDs und den Cherrywood. Von Oakwood und Cherrywood. Da kommt damit nicht klar, das ist das, was ich in der letzten Folge gesagt habe. Da kann die nicht unterscheiden, also muss ich Cherrywood komplett einen extra Kreis dafür machen. Aber das muss ich dann in der nächsten Folge machen, da wir schon wieder am Ende sind. Nein, sind wir nicht. Doch, und jetzt gehen wir nochmal gucken zum Sandro. Immer schön auf Up-to-Date bleiben hier. Alter, jetzt hast du aber schon einen Haufen Dinger da. Ja. War da gerade irgendwas? Da ich doch, hier ist ein Creeper. Ah, hab ihn erwischt. Wo? Außen. Und du hast die Tür nochmal so sperrangelweit offen. Und ich komm schon wieder nicht durch die Tür, ich bin eindeutig zu fett. Alter, krass. Das schaut schon geil aus, die Bibo, ja. Aber es fehlen noch ein paar Deko-Dinger jetzt hier für die Wände halt irgendwas noch. Zumindest dann auch von außen und so. Aber das muss man dann schauen. Moment, das mache ich schon noch. Ich muss nur eins nach anderen machen. Ja, natürlich, natürlich. Jo, dann sagen wir hier schon mal vielen Dank fürs Zusehen. Aber wir hoffen, euch hat's gefallen. Wir würden uns über Feedback freuen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao. Tschüss.